Kommen wir zur Komponente 6. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Süße rein. Wir machen Bratäpfel. So was ganz Klassisches und was gesund, ungesundes. Da gehen wir erstmal mit dem Apfelausstecher oben rein. Machen uns sozusagen eine Bahn vor. Und dann entweder nimmt man so einen Ausstecher. Den kann man im Laden als Melonenausstecher kaufen. Oder man nimmt einen kleinen Löffel. Dann ist die Löcher natürlich etwas größer. Das Kerngehäuse dann raus ist, gehen wir noch ein kleines Stück an den Rand und nehmen noch ein bisschen Fruchtfleisch weg, ein bisschen Füllung reinkriegen. Wenn man jetzt ganz viele Bratäpfel machen möchte, also ab 4 würde es sich dann schon lohnen, den Bratapfel oder den Apfel jetzt erstmal in ein Wasserbad geben mit Zitronensaft, dann wird er nicht braun. Dann nehmen wir für die Masse zur Füllung erstmal ein wenig Marzipan. Ganz normale Rohmasse. Dazu dann so ein bisschen in Richtung Weihnachten und Stollen. Bisschen Orangeat. Bisschen Zitronat. Damit wir was Knackiges in der Füllung haben, gehobelte, gehackte Mandeln. Eine kleine Prise Vanillezucker. Und noch ein wenig Zimt zum Abrunden. Und für eine leichte Frische und Säure noch ein bisschen Zitronenabrieb. Das jetzt alles einfach miteinander vermengen, sodass das alles im Marzipan hängen bleibt und der Zimt sich ein bisschen verteilt hat. An dem erkennt man es ja ganz gut, ob man das ordentlich vermengt hat. Da wird aus unserem nahezu weißen jetzt ein braunes Marzipan durch den Zimt. Und jetzt nehmen wir uns hier einfach einen Bollen ab, machen den ein klein wenig rund und dann können wir den ganz einfach hier reinstopfen. Und für die Naschkatzen bleibt ein Deckel oben drauf. Jetzt muss man den Bratapfel natürlich noch in den Ofen schieben. Also ich sag's mal, bei Ober-Unterhitze ca. 160 Grad und 15 Minuten auch wieder, je nachdem, wenn man so eine, also bei dem Apfel, 15 Minuten. Je nach Leistung vom Herd kann das natürlich wieder ein bisschen abweichen. Nein. So. Die Komponente machen wir natürlich jetzt erst kurz vor dem Abendbrot oder dem Mittagessen, je nachdem, wenn Sie das Neunerlei essen wollen, fertig, sodass es dann auch warm auf den Tisch kommt. So, und jetzt sind wir kurz vorm Abendbrot angekommen. Und jetzt kommen noch die Bratwürstchen in die Pfanne und dann können wir anrichten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de